Meine Freunde, als wir nach 20 Monaten in der Türkei waren, haben mir ein Auto gekauft für 5000 Mark oder so als Kredit. Kamen sie alle, ach was, habt ihr schon sogar ein Auto? Ich habe gesagt, komm, alles ist Schulden. Wir haben nichts. Bleib hier, ihr seid Lehrer. Nein, was sagst du denn? Alle Leute erzählen anderes und du sagst sowas. Ich habe gesagt, ich sag euch die Wahrheit. Lieber nicht, lieber nicht. Und dann ein Dorf auf, also wir müssen dieses Dorf vorbeifahren, als wir nach 22 Monaten in der Türkei waren. Dann waren wir eine Schule vorbei, wo wir immer mit Kindern da waren, mein Mann und meine Kinder. Habe ich die Fenster zugemacht und geheult, wie ich das gelassen habe, dass das. Versäumt man seinen Beruf und so weiter. Danach waren wir hier wieder in Worms. Ich hatte im türkischen Konsulat Freunde gehabt. Die haben ohne unsere Wissens nach Wiesbaden Schulamt Brief geschrieben. Aber in Worms hatten Sie keine Tätigkeit. Oh, doch, doch hatte ich. Ich hatte erst Gelegenheitsjob gemacht in Konservenfabrik und da und so. Dann habe ich in eine Elektroschuh, eine Fabrik. Ich war in einer Abteilung, wo diese Eisenstücken in eine wie sagt man? Also die kommen rein und gehen raus, dann sauber. Aber das stinkt, das stinkt. Und dieses Stink hat mich meine Asthma rausgebracht. Ich habe sehr schwer Asthma. Diese Arbeit hat sie Ja, krank gemacht. krank gemacht. Das war schlimm. Wie lange waren Sie da? 2 Jahre, 3 Jahre, 3 Jahre war ich. Und in dieser Zeit haben Sie in dieser Dachgeschosswohnung gewohnt? Nee, dann hat meine Hausbesitzerin mir eine sehr schöne Wohnung gegeben. Zwei Zimmer, Küche. Küche war aber wo, also nebenan, musste ich von diesem zwei Zimmer raus zur Küche. Und keine Heizung, natürlich, Winter war. Schlimm, aber war sehr schön. So, also Altbauwohnung und sie hat mir die beste gegeben. Und dann mein Mann kam nach mir und dann Kirşenbolan hat er angefangen. Habe ich gehört von anderen Leuten, dass er sehr, sehr schwer hat. Er hat mir nicht gesagt, dass er Der kam nach Worms, oder? nach Worms. Ja.